Mein Name ist Wilhelm Hachtel. Ich war über 30 Jahre Geschäftsführer der MHZ und mache heute in verschiedenen Verbänden die Arbeit, die uns helfen soll, den Sonnenschutz im Bewusstsein der Menschen besser zu verankern. Sie können hier erkennen, dass wir ästhetische Produkte machen. Die Ästhetik ist der eine Teil dieser Produkte. Der andere Teil ist, dass es die Bauphysik des Fensters total verbessert. Wir können den Energieverbrauch durch Reduzierung des Heizbedarfs bei Fenstern deutlich reduzieren mit so einem Kammerplissé bis zu 40% der Fensterenergie. Und wir können die Überhitzung der Räume im Sommer natürlich ganz deutlich reduzieren. Wenn man an einem entsprechenden Raum, an einem Fenster keinen Sonnenschutz hat, können Temperaturen entstehen von bis zu 36, 38 Grad im Raum. Mit innenliegendem und außenliegendem Sonnenschutz können wir im Allgemeinen die Räume bewohnbar halten. Wenn Sie dazu Interesse haben, sollten Sie sich einfach aktiv informieren. Die Produkte und die Informationen dazu finden Sie alle mal bei uns. Vielen Dank. Für die MHZ bin ich in mehreren Verbänden tätig. Der Industrieverband Rollladen Sonnenschutz, im Europäischen Sonnenschutzverband, im Industriebeirat der Rollladenbauer und für den FIS bin ich auch tätig. In dem Kontext gibt es einfach bestimmte Informationen, die ich zusammengetragen habe. Sie alle wissen, dass wir momentan ein Problem haben mit dem CO2 und der daraus resultierenden Erderwärmung. Hierzu einfach vorneweg ein paar Zahlen. Das ist die aktuelle CO2-Entwicklung. Sie sehen bis 2022. Können Sie sehen, dass da ein Abbremsen stattfindet. Wenn wir das linear weiterrechnen, wir haben eine ganz, ganz kleine Abflachung, 36,8 Milliarden Tonnen CO2 blasen wir aus. Und selbst wenn wir sofort aufhören, sind diese 36,8 Milliarden Tonnen in der Atmosphäre und sie bleiben dort über 100 Jahre. Das sind die großen Verbraucher, die wir zurzeit haben. Schauen Sie, das ist China. Und hier sehen Sie jetzt 2022, 2023 den Zuwachs nur von China. Und hier sehen Sie die EU und sehen, dass die EU ein bisschen was gespart hat. Das ist Indien. Indien hat inzwischen 1,4 Milliarden Menschen, so viel wie die Chinesen, und sind auf dem Weg, eine Industrie zu entwickeln wie die Chinesen. Da kann man sich ausmalen, wo die hinwachsen. Die Amerikaner haben auch ein bisschen was gespart und der Rest der Welt geht hier hin. Wir denken, wir könnten die Welt retten. Jetzt mal zu Deutschland. Was ist bei uns passiert? Sie sehen hier Daten vom Umweltbundesamt, also validierte Daten. Und Sie sehen hier den Energieverbrauch bis hierher. 14.000 Petajoule. Petajoule ist eine riesige Menge. Wir reden von 1 Billion Kilowattstunden, so ganz grob 3 Billion Kilowattstunden. Und Sie sehen, wir haben es tatsächlich geschafft, runterzukommen. Wir sind jetzt nur noch bei 12.100 Terawattstunden. Aber da ist das Ziel 2050. Ist das erreichbar? Das ist eines, wo ich immer wieder großen Wert drauf lege. Schauen Sie, von hier nach hier sind es 30 Jahre. Und von hier nach hier auch. Die Grafik ist verzerrt. Wenn man sie richtig darstellt, dann sieht es so aus. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als die ersten 30 Jahre und die zweiten 30 Jahre auf den gleichen Rhythmus zu setzen. Und jetzt sehen Sie, dass wir mit diesem Pfeil tatsächlich unser CO2-Ziel erreichen. So, das sind die CO2-Emissionen privater Haushalte. Wir rechnen immer auf der Basis 1990. Das war hier. Der Höchstpunkt war aber 97. Und seit 97 geht der CO2-Verbrauch runter. Am Montag habe ich die Daten 22. Die 23er sind noch nicht verfügbar. Das war der CO2-Verbrauch der deutschen Haushalte 2022. Wir liegen also unterhalb des Ziels. War Ihnen das bewusst? Die Energie ist tatsächlich relativ teuer geworden und da sieht man, was drinsteckt. Aber die tatsächliche Energiepreisexplosion kam ja schwerpunktmäßig erst 23. Und das waren schon die Ergebnisse 22. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind auf dem Entwicklungspfad. Und die Dämmungen und die Fensteraustausche und die Heizungsaustausche und so weiter hat insgesamt schon eine ganz erhebliche Wirkung gezeigt. Wir sind von 142 Millionen Tonnen momentan bei 80 Millionen. Letztes Jahr waren es noch 65 Millionen Tonnen. Das ist mehr als halbiert. Ganz kurz. 3.200 Terawattstunden, das ist jetzt in Terawattstunden gerechnet, wenn wir es mal 3.600 Zahl der Sekunden in der Stunde multiplizieren, kommen wir auf die Peta von vorher. Dieses Windkraftwerk, Sie sehen, wie groß das ist ein relativ hohes Teil, schafft 11 Millionen Kilowattstunden. Das ist unser Verbrauch und wir brauchen also 292.000 Windräder in Deutschland, um unseren Energiebedarf durch Windkraft zu decken. Das ist nur eine Modellrechnung. Wir haben 30.000 und 1.000 machen wir pro Jahr. Im Jahr 2284 haben wir ausreichend Windräder, wenn Wind weht. Genau wird es darauf hinauslaufen, dass wir die Hälfte der Zeit viel zu viel Strom haben und in der anderen Hälfte der Zeit der Strom fehlt. Gehen wir mal zum CO2. Das sind die Originaldaten vom CO2. Ich habe mir mal erlaubt, einfach hier eine lineare Regression einzutragen. Sehen Sie irgendeine Verlangsamung? Das ist die Erdtemperatur. Wir liegen bei 0,5 Grad. Letztes Jahr, jetzt die Daten veröffentlicht, haben wir 1,3 Grad erreicht. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, wir können das 1,5 Grad Ziel noch erreichen. Es ist gelaufen. Ja.
Wir werden, Sie haben vorher die CO2-Kurve gesehen, im Rahmen des CO2s wird es weiter hochgehen, Richtung 2,7, 2,8 Prozent Grad. Wie sieht es für Deutschland aus? Diese Daten stammen aus einer Studie, die heißt in den Verbänden die IBH4-Studie, Institut für Bauphysik Hauser. Wir haben einfach mal analysiert, wie läuft die Temperatur 2010, 2013, 2045. Und was passiert da? Ja? Und Sie sehen hier, wenn Sie das mal anschauen, dass die Temperaturen, die wir heute im Hochsommer in Mannheim haben, fast flächendeckend in ganz Deutschland ist. Selbst die Küste, die früher noch relativ kühl war, wird sich erwärmen. Mit dem Thema müssen wir reden. Und diese Studie, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, die einfach analysiert, was passiert in verschiedenen Raumtypen bei dieser Temperatur. Und jetzt kommt die Raumausstattung mit dem Sonnenschutz ins Spiel. Das ist der ganze Hintergrund dieser Sache. Bezahlt wurde die Studie von der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle. Das ist der Glasverband, der Fassadenfensterverband und der Industrieverband Rollladen Sonnenschutz. Die haben die Studie finanziert, um einfach zu sehen, was passiert denn innerhalb der Gebäude, wenn man keinen Sonnenschutz installiert. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, es tut mir leid für Sie, weil jedes Fenster hat vier Situationen, nämlich Tag und Nacht im Sommer, Tag und Nacht im Winter. Und das muss man verstehen. An Sommertagen wollen wir nichts reinhaben. In der Winternacht müssen wir die Wärme rauslassen, in der Sommernacht müssen wir sie rauslassen. Am Wintertag hilft uns die Sonne, die Heizkosten zu reduzieren. Und in der Sommernacht wollen wir, dass nichts rausgeht. Das sind vier Fälle. Ja? Und es wird immer wieder gefragt, außenliegender oder innenliegender Sonnenschutz? Wer von Ihnen fährt Ski? Skiunterwäsche oder Skianzug? Beides, genau. Damit ist die Frage beantwortet. Sie brauchen beides, weil es unterschiedliche Funktionen hat. Es wird noch komplizierter, weil an der Nordseite, Ostseite, Südseite, Westseite ist es nochmal anders. Wir haben also in jedem Haus 16 differenzierte Fälle, die man bedenken muss. Ich erkläre ein paar Begriffe, die ganz wichtig sind. Der G-Wert, den müssen Sie kennen. Das ist der Wert der gesamten Energie, die reinkommt. Und es kann hier, Sie sehen es, bei einer Zweifachverglasung kann die solare Einstrahlung sein. Die Scheibe wird warm und es gibt eine Infrarotscheibe und so gibt es den Energiedurchfluss. Wenn es draußen warm ist und hat 38 Grad, Sie haben drinnen 20, dann wird die Scheibe wärmer. Genau der umgekehrte Effekt. Und wenn man alle Energie addiert, dann ist es der G-Wert. Den U-Wert, den kennen die meisten Menschen. Fenster, U-Wert 0,8, 1,3, 2,4. Der U-Wert ist der gesamte Wärmefluss, der von innen nach außen geht. Und der berechnet sich folgendermaßen. Es sind die Wattzahl pro Quadratmeter und Grad Wärmedifferenz. Also, wenn es 18 Grad hat und 18 Grad, fließt keine Wärme. Wo sind sie denn? Wenn es 21 Grad hat und minus 6 wie heute Nacht, dann ist die Temperatur 27 Grad. Beim U-Wert von 2 fließen also 54 Watt raus. Ein Liter Heizöl hat etwa 8000 Wattstunden. Ja, jetzt kann man das mal hochrechnen. Wenn man 10 Quadratmeter Fenster hat, ist alle 2 Stunden ein Liter Heizöl durchs Fenster draußen bei einer Zweifachverglasung. Sie sehen hier die Sonneneinstrahlung bei einem klaren Himmel an der Südfassade. Und was fällt Ihnen auf? Die rote Linie ist der Juni und im Dezember ist die blaue Linie. Die Sonneneinstrahlung im Winter ist höher an der Südseite als im Sommer. Das ist der Inklinationswinkel, so heißt der. Ne? Wenn ich eine Taschenlampe horizontal auf dem Blatt Papier halte, dann ist es hell. Wenn ich genau drüber gehe, passiert gar nichts. Und dieser Inklinationswinkel, der wirkt so, Sie sehen, im Sommer, da kommt die Sonne durch indirektes Licht schon relativ früh, läuft aber viel flacher als hier. Und im Winter läuft die Kurve so. Das heißt, ihr habt tatsächlich knapp 800 Watt Einstrahlung auf die Sonne. Da kommt jetzt der G-Wert mit 0,6, gehen 84 Watt nach innen. Das heißt, alle 20 Stunden pro Quadratmeter spare ich 1 Liter Heizöl oder Gas oder der Wärmepumpenstrom. Eine weitere wichtige Größe, die Sie kennen müssen, sind die, das müssen Sie merken, das sind die Übertemperatur-Gradstunden. Das sind die roten Zipfel. Der Staat hat festgelegt, per Verordnung, dass 26 Grad in Räumen nicht überschritten werden dürfen. Und die Gradstunden, die sind, das ist eine Einheit, die heißt K mal G. Da multipliziert man die Zahl, wo man über 26 Grad liegt, mit der Zahl der Stunden. Und diese Übertemperatur-Gradstunden, die müssen wir uns merken, der Bezug hier 26 Grad, weil das die gesetzliche Grundlage ist. Die IBH-Studie hat insgesamt 2 Millionen Simulationen gemacht, weil sie alle Gebäudeorientierungen, alle Raumtypen, die Fenstertyp-Raumtyp-Relationen, alle G-Werte, U-Werte, FC-Werte durchgängig alles simuliert hat, über 2 Millionen Simulationen. Und jetzt können Sie hier sehen, das sind aktuell die Werte für das Jahr 2020, dass wir keine kritische Temperaturüberschreitung haben. Der Staat akzeptiert 1200 Kelvingrad, Kelvinstunden pro Jahr. Darüber hinaus wird es kritisch, ist alles grün.
2045 liegen wir massiv drüber. Was heißt das jetzt 2500? Das heißt einfach, das ist 250 Stunden, 10 Grad Wärmesalz, 26. Das ist das, was auf uns zukommt. 100 Stunden oder 200 Stunden eben 5 Grad. Ihr habt die ganze Tabelle noch mal etwas größer. Das ist jetzt Typ. Das ist ein anderer Raum, einfach ein anderer Raumtyp. Aber Sie sehen jetzt hier, das ist hier ein Wohnraum im Dachgeschossgiebel, wo keine Baumasse drin ist. Da haben wir 6200 Übertemperaturgradstunden. Heißt 600 Stunden, 36 Grad. Ja, können Sie nicht leben. Das geht nicht. Erst wenn Sie hier zumachen mit einem G-Wert von 30. G-Wert von 30, normales Zweifachverglasung hat G-Wert 60. Die Dreifachverglasung kommt etwa hier runter. Diesen G-Wert 30 können Sie nur mit Sonnenschutz erreichen. Gesamtsystem, Glas plus Sonnenschutz, da kommen Sie runter. Und Sie brauchen einen G-Wert von 30, dann haben Sie wiederum eine erträgliche Raumsituation. Jetzt schauen Sie hier in dieser Zeile, können Sie sehen, wie die Temperatur im inneren Bereich wird. Es geht bis 36 Grad hoch. Wer von Ihnen kann bei 36 Grad noch schlafen? Geht nicht. Jetzt kommt aber eine weitere wichtige Größe dazu. In der Simulation QHB, das ist der Heizwärmebedarf, das ist die Wärmemenge, die wir brauchen, die wir zuheizen müssen. Wenn wir jetzt ein Sonnenschutzglas einstecken, das wir nicht kühlen müssen, steigt der Heizbedarf von 700 Kilowatt auf 1200 Kilowatt. Das heißt, wenn ich ein Sonnenschutzglas einbaue, brauche ich ein Drittel mehr Heizöl. Das ist der wichtigste Erkenntnis. Und das ist eine Erkenntnis, die Sie als Raumausstatter, die müssen Sie wissen. Es gibt jetzt so ganz, ganz verrückte Leute, die machen sich Sonnenschutzgläser aufs Fenster, Sonnenschutzfolien aufs Fenster. Achtung, 30% mehr heizen. Das ist die ganz zwingende Konsequenz dieser Sache. Und das an dieser hier Thema Kühlen und Heizen, da wird das Entscheidende wichtig. Wer von Ihnen hat schon mal einen Pullover angezogen, wenn es einem kühl war? Jeder. Und das ist genau, was der Sonnenschutz am Fenster macht. Das Bedarfsorientierte. Das kann die Glasindustrie nicht. Entweder machst du ein Wärmeschutzglas oder du machst ein Sonnenschutzglas. Niemand tauscht die Fenster im Jahreswechsel. Wir liefern das, was es macht. Du machst eine Zweifachverglasung hin für den Sommer einen außenliegenden und für den Winter einen innenliegenden Sonnenschutz. Hier nochmal die Grafik ganz einfach gesprochen. Sie sehen, das Optimum, wenn ich nicht kühlen will, habe ich Heizkosten, die doppelt so hoch sind. Sehen Sie das? Entweder nicht kühlen oder nicht heizen oder schaltbaren Sonnenschutz. Das ist die entscheidende Größe und das sind wir jetzt momentan dabei, der Politik einfach klar zu machen. Weil wenn Sie das jetzt hochrechnen, pro Quadratmeter, ja, 300 Kilowatt mehr pro Quadratmeter, 80 Quadratmeter Wohnung, machen Sie 24.000 Kilowatt. In der Heizperiode hat Ihre Wärmepumpe eine Leistungszahl von 2,5. Das heißt, Sie brauchen 6.000 Kilowattstunden Strom mehr. 40 Cent sind 2.400 Euro. Was Sie mehr an Strom brauchen, wenn Sie ein Sonnenschutzglas draus machen, jedes Jahr. Das sind relevante Werte. Die Aufgabe, die wir haben, ist der Politik zu erklären, Achtung, mit Sonnenschutzgläser fängt ihr das Thema nicht ab. Und wir haben jetzt momentan den Effekt, dass die Bundesregierung Richtung Wärmepumpe geht. Der Knackpunkt ist, dass jede Wärmepumpe, die heute richtig installiert wird, auch zur Gebäudekühlung verwendet werden. Und die Zahlen zeigen, dass der Stromverbrauch für die Kühlung mehr steigen wird, als der Energieverbrauch für die Heizung sinken wird. Das heißt, wir werden einen dramatischen Rebound-Effekt haben und nach diesen Milliardeninvestitionen sogar mehr Energie verbrauchen als vorher, wenn wir den Sonnenschutz nicht ein. Der FC-Wert, das ist ein Wert, Sie sehen hier 0,1, das sind 10%. Hier lässt der Sonnenschutz nur noch 10% der Energie rein, das sagt der FC-Wert von 1. Wenn er alles reinlässt, ist es 100%. Also hier ist eine Betonmauer und hier ist ein offenes Fenster. Und Sie sehen hier, wie die, Sie haben zwei Werte, das ist die Übertemperatur, die Kilowatt-Einstrahlung, die wir für die Kühlung brauchen, und hier ist die Übertemperaturwahrscheinlichkeit. Und so sieht es konkret aus für eine ganz konkrete Woche, 2007, März, August. Sie sehen, inklusive Sonnenschutz ist es die grüne Linie. Und hier sehen Sie die blaue Linie, wenn kein Sonnenschutz an diesem Fenster ist. Und das ist das Entscheidende, da geht es um Lebensqualität. Viele Leute sagen jetzt, okay, baue ich eine Klimaanlage rein. Die Klimaanlage läuft 4 Stunden mit 2 Kilowatt. Sind 8 Kilowatt, sind 2,40 Euro jeden Tag. Ja? Das ist in etwa das, was jetzt an Biodiesel, was die Bauern an Kfz-Steuer zahlen sollen. Das kommt für jede Klimaanlage hier dazu. Für jeden Raum. Das ist nicht eine Gebäudeklimaanlage, sondern das sind Splitgeräte für einen einzigen Raum. Diese Darstellung, die heißt Isobletendarstellung. Das ist ganz einfach. Die sagt, ab wann unterschreitest du die Temperatur? Und Sie sehen hier, im Jahr 2045 ohne Sonnenschutz fängt es im April an, dass die Räume zu heiß werden.
Kennen Sie das? Und das sind die Räume mit Sonnenschutz. Das heißt, wer einen Sonnenschutz installiert, spart insofern Energie, dass er sich nicht nur die Klimaanlage einsparen kann, sondern auch die Stromkosten für die Klimaanlage. Und wenn Sie dafür die Stromkosten hochrechnen, dann ist das schon mal ein Familienhaus etwa 3.000 Euro. Also ein ganz entscheidender Punkt. Hier auch noch ein Begriff, den Sie sich vielleicht merken können, ist die sogenannte Grenzbestrahlung. Das heißt einfach, wie viel Watt kommen rein. Wenn wir bei 100 Watt schalten, dann ist es hier, und Sie sehen, das fängt schon im Januar an, dass wir die Beschattung runterlassen müssen. Wenn wir bei 300 Watt schalten, dann hier 300 Watt, 100 Watt. 300 Watt Grenzbestrahlung heißt einfach, wann kommt 300 Watt? Wenn 300 Watt überschritten werden, mache ich runter. Ich kann die 300 Watt zum Heizen nutzen, logischerweise. Bei 100 Watt sehen Sie, dass es ohne Sonnenschutz fast gar nicht geht. Ja, hat 8.760 Stunden. Wir sind in der Bestrahlungszeit. So eine Einstrahlungszeit sind etwa 4.000 Stunden. Hier sind wir bei 3.000 Stunden bei 100 Watt Grenzbestrahlung. Wie wird Energie übertragen? Das sind drei Typen von Energieübertragung. Das erste ist die Konvektion, der Föhn. Ja? Bei Föhn wird einfach Luft erwärmt. Die warme Luft wird in ihre Haare transportiert und dort reißt die Wassermoleküle weg. So funktioniert ein Föhn. Das Gleiche passiert natürlich am Fenster, nur in umgekehrter Weise. Weil Zugluft, die reinkommt, macht die Tür zu, es wird kalt. Ne? Das ist die ganz normale Wärmekonvektion. Das zweite ist die Wärmetransmission. Auch das kennen Sie. Ja? Ein Bügeleisen wird heiß und ich bügele. Bei der Transmission haben wir das Gleiche natürlich am Fenster. Die Scheibe wird kalt, die warme Raumluft kühlt sie am Fenster ab und es geht umgekehrt. Und die dritte Form ist die sogenannte Radiation. Kennt jeder. Wie stehen die Menschen am Lagerfeuer? Wie stehen sie da? Uli, woher kommt das? Wieso stehen die Menschen so? Ja, aber woher? Woher kommt das? Ganz einfach. Hier in der Haut sitzen die Sensoren für Infrarotstrahlung. Und aus der Dichte der Infrarotstrahlung und der gefühlten Temperatur errechnet der Mensch, ob er erfriert oder nicht. Wenn er nicht erfriert, nennt man das behaglich. Das ist aber eine Durchschnittstemperatur aus der Infrarotdichte und der Wärmekonvektion der Strahlung. Von daher ist es ganz, ganz wichtig. Schon mal den Satz gehört, hier zieht's. Was ist da? Ganz einfach, da ist eine kalte Scheibe. Und da kommt keine Infrarotstrahlung zurück. Die Haut merkt es. Da sitzen die Leute so da und reiben sich, weil sie die Kaltstrahlung spüren. Dafür haben wir den Vorhang entwickelt, nicht aus ästhetischen. Das ist eine Originalaufnahme, die habe ich selber gemacht. Flirwand ist ganz einfach ein Gerät, können Sie bei Amazon kaufen, steckt man unten ins Handy ein. Und das habe ich fotografiert. Wenn Sie das Ding einfach unten ins einstecken, das ist jetzt fürs iPhone, können Sie solche Aufgaben machen. Schauen Sie, und das ist jetzt ein kalter Tag. Und ich habe nur die Jalousie runtergelassen bei mir im Seminar. Das Ding hilft Ihnen als Raumausstatter. Weil wenn Sie das in Kamera einstellen und den Leuten mal zeigen, was an Ihrem Fenster passiert, schauen Sie, das sind die nicht beschatteten Fenster und das ist nur eine Jalousie, nicht mal ein Vorhang. Ja? Also es ist eine ganz gewaltige Wirkung, die man damit zeigen kann. Also ganz, ganz wichtig an der Stelle, das ist Radiation. Und schauen Sie, da kommt keine kalte Luft rein, sondern da ist das Fenster einfach nicht ganz dicht und Sie können jeweils vermessen, wie die Temperatur ist. Und das ist der Hauptgrund hier, die so Vorhänge da sind. Das ist mit dem Teppichboden, kein Haar anders. Der Teppichboden, Luftpolster bildet durch die Haare, wie hier, Schafspelz, egal was, Daunen. Ist immer das gleiche Prinzip, um Radiation und Konvektion zu optimieren. So sieht das Ding aus, wenn man es an die Kamera macht und dann hat man auf dem Bild die Bilder, kann man ganz normal auslösen. Wie kann ein Raumausstatter erklären, dass Textilien Temperaturverläufe verändern? Am einfachsten, wie erklärt man es? Bei welchem Textil ist die Temperaturdämpfung am wichtigsten? Topflappen. Wer es nicht glaubt, soll es einfach mal probieren. Handschuh, Topflappen oder Handschuh. Einfach, wir nehmen den Topflappen aus, einfach, um den Wärmefluss von dem heißen Blech in die Hand möglichst zu reduzieren. Und jetzt gehen Sie einfach mit dem Topflappen zum Fenster Ihres Kunden, sagen, legen Sie die Hand hin, Topflappen dazwischen, die Hand hinlegen. Ja, dass die Leute kapieren, es geht um Energie. Hier nochmal ganz einfach ein Rollo, ein offener, also ein ganz normaler Vorhang. Der Vorhang zur Seite gefahren, Sie sehen den Vorhang in Rot und das offene Fenster in Blau. Und das kann man den Leuten zeigen. Jetzt kann man über die Dichte des Vorhangs, je nach Wärmebedarf, wenn der ein dreifach verglastes Fenster hat, können Sie einen Dünnstoff nehmen. Hat er ein zweifach verglastes, dann ist ein dichterer Stoff einfach sinnvoller. Und entscheidend sind zwei Dinge an der Stelle. Das erste ist, dass die Kaltstrahlung weg ist. Das können Sie gar nicht mit Zeitungspapier machen, weil Infrarot geht nicht durch den Stoff, blockt. Das Zweite ist, dass zwischen Vorhang und Fenster, wenn Sie ihn dicht haben, ein Luftpolster entsteht. Und wenn Sie mal ein Fenster zumachen und greifen mit der Hand in einer kalten Winternacht hinter das Fenster, dann merken Sie, es sind 13, 14 Grad. Jetzt kommt wieder der U-Wert von vorher, ja, die Pufferung. Das heißt, es fließt viel weniger Energie durch das Luftelement, das dahinter ist. Ich komme mit einer zweiten wichtigen
App, die heißt Sandsieger. Die kann sie auch aufs Handy installieren. Und da hat es die Geodätischen, die hat einen Kompass, hat ein GPS drin. Und dann können Sie dem Kunden zeigen, wie die Sonne verläuft. Sie sehen jetzt hier den Sonnenverlauf am 21. Dezember. An dem Tag habe ich das Bild gemacht und das ist der Sonnenverlauf am 20. März. Das ist die Tag-Nacht-Gleichheit. Ja? Und wenn ich jetzt das mache, da oben läuft die Sonne dann. Jetzt können Sie zum Beispiel Markisen oder Gardinen oder Sonnenschutz können Sie ganz präzise einstellen, indem Sie das dem Kunden zeigen, fotografieren, aufs Angebot drauf. Jetzt geht es noch um ein paar Kriterien für den Komfort. Das erste ist der thermische Komfort. Aber da geht es nicht nur um die Wärme, ne? Nämlich die Temperatur ist das eine, von 21 bis 26 Grad. Immer wenn ein Dreieck drin ist, gibt es eine gesetzliche Regel dazu. Das zweite ist die Infrarotstrahlung. Die läuft identisch zur Temperatur. Ausnahmefläche sind Kanonenofen, Öfen, die eine hohe Infrarotdichte bringen und schlecht isolierte Fenster, die das Gegenteil bringen, nämlich die Infrarotabsorption. Beides zusammen macht den thermischen Komfort. Es kommt der visuelle Komfort. Das ist die Lichtmenge. Ja, es ist zu dunkel oder zu hell. 700 Lux ist ideal. Übrigens in Bürogebäuden auch vorgeschrieben. Color Rendering Index. Wenn Sie ein Sonnenschutzglas nehmen, nimmt es bestimmte Teile des Lichtspektrums raus und Sie haben total verzerrtes Licht. Bei Sonnenschutzglas geht es in Richtung Rot und bei Wärmeschutzglas geht es in Richtung Blau. Wenn Sie Blau haben, wird Ihr Wachsystem motiviert. Wenn Sie Rot haben, wird das Schlafsystem, weil es auf den Hormonhaushalt wirkt. Nur das Sonnenlicht als solches hat die Neutralität, an dem sich ihr Hormonhaushalt ausrichten kann. Jetlag kennt jeder. Ja? Wenn Sie einen Jetlag haben, dann ist einfach der Hormonhaushalt durch die Lichtverhältnisse gestört. Und er muss nachbessern. Also Color Rendering Index. Ein weiterer Punkt ist die Lichtverteilung, sprich Blendung und der Kontrastumfang. Ja? Wenn Sie am Fenster sind, wo außen ein geparktes Auto in der Sonne steht, kann es sein, dass Sie nichts mehr sehen, weil die Windschutzscheibe von dem Auto Sie blendet. Und der Kontrastumfang. Was ist der dunkelste und der hellste Ton? Ja, das ist für Bildschirmarbeit zum Beispiel ganz wichtig, von ganz großer Bedeutung. Dann gibt es den sogenannten sozialen Komfort. Zum Beispiel hat ein Kunde gesagt, Achtel, in jedem Haus gibt es ein Plissé, weil in jedem Haus gibt es ein Klo. Schön, schön auf den Punkt gebracht. Ne? Da geht es einfach, es gibt hier, ich möchte im sozialen Bereich, es ist gesetzlich vorgeschrieben, in Büros, Sicht nach draußen muss ermöglicht werden, aber es gibt Bereiche, wo ich nicht gesehen werden will. Ja, wo ich zumachen will. Es hat was mit sozialem Komfort zu tun. Der akustische Komfort heißt, in Räumen ohne Textilien, das wissen Sie, gibt es einen sehr, sehr hohen Schalldruck. Das heißt, die Reflexion des Schalls ist relativ hoch, der Nachhall ist relativ hoch. Vor allem Kammerplissé, Duett und so weiter, auch schwere Stoffe, Teppichböden, reduzieren diesen Schalldruck, was für die, die drin leben, sehr, sehr angenehm ist. Und es gibt eine letzte Thematik, das ist der olfaktorische Komfort. Es sollte nicht nach Chemie und irgendwelchen anderen Themen riechen. Welche Fragen kann ich Ihnen beantworten? Ich habe für weitere 8 Stunden Material dabei. Der Hintergrund ist, der Europäische Sonnenschutzverband hat in 4 Jahren das weltweite Wissen zum Thema Bauphysik zusammengetragen, hat dabei 870 Schulungsfolien erstellt. Und eine dieser Kurse, das ist der sogenannte Beraterkurs. Das ist ein eintägiger Kurs, wo man mit etwa 200 Folien dann ein zertifiziertes Sonnenschutzberaten machen kann. Ab diesem Jahr mehrere Unternehmen. Nee, das, ja, wir haben es zum Jahresende fertiggestellt. Ich war in dem Arbeitskreis, ich habe den Kurs hier drauf. Und das Thema war, wir müssen, das ist alles in Englisch erstellt, weil es der Europäische Verband ist. Und jetzt muss jedes Land muss übersetzen. Und das ist insofern schwierig, weil sehr viel Text in den Folien drin ist. Muss dann manuell übersetzt werden, eingetragen werden und so weiter. Ist noch ein Arbeitsaufwand. Aber wir sind dabei, diesen Kurs vorzubereiten und auch dann zur Verfügung zu stellen. Ja. Schön, dass Sie es sagen, sonst hätte ich es sagen müssen. Ne? Das ist absolut richtig. Weil MHZ ist innenliegend. Und die Leute sagen, klar, für die Erwärmung ist der außenliegende Sonnenschutz tatsächlich wichtig. Aber um die Erwärmung zu vermeiden, müssen wir weniger heizen. Da ist der innenliegende wichtig. Das sowohl als auch mit dem Skifahren, das war das Beispiel an dieser Stelle. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Sie haben alles verstanden oder gar nichts, sonst müssten jetzt Fragen kommen.